Hi, mein Name ist Fabian von jumproberlin.com und heute zeige ich euch, wie ihr ein Side Open, also ein Side Swing und ein Open macht. Ist sehr, sehr viele fortgeschrittene Tricks, insbesondere Double Unders, Triple Unders, auch Quad Unders. Ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr gut beherrschen solltet. Das Allerwichtigste bei den Side Swings ist vor allem, dass ihr euer Handgelenk ein kleines bisschen beugt, wenn ihr den Side Swing zur Seite macht. Ganz wichtig auch, nehmt den Arm nicht hier hoch zur Schulter. Das macht alles sehr ineffizient und kostet euch viel Kraft. Ihr seid nicht besonders schnell damit. Versucht alles, was ihr tut, immer zwischen Beckenknochen und leicht Brustunterkante zu halten. Alles sollte in diesem Bereich hier passieren. Das heißt, wenn ihr den Side Swing macht, Wrist on Wrist, bisschen Scooping und dann wieder öffnen. Das Ganze seht ihr hier im Video, ist gar nicht so schwer. Koordinativ ist es ein bisschen anspruchsvoll. Insbesondere, wenn ihr das zweimal auf einer Seite macht. Grundsätzlich würde ich euch empfehlen, für solche Tricks oder generell für alle Tricks ein Beaded Rope zu nehmen. Geht aber auch alles mit PVC. Also da seid ihr komplett frei in eurer Wahl. Die Beaded Ropes bieten sich an, um Tricks zu lernen, weil sie einfach ein viel besseres Feedback geben. Dazu gibt es aber auch noch mal ein Tutorial, welches Seil für welchen Zweck. Das war der Side Open. Bis zum nächsten Mal.